Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unser kleines King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und mein Gegner natürlich wie immer der Revano. Ja, hallo. Ja, hallo. Nee. So, gar nicht groß losquatschen, Viereck, mein Freund. Hab ich. Nein, den hab ich nicht. Grad gucken. Oh, hab ich den? Den hab ich sogar. Den habe ich nicht, leider, okay. Schade. Nee, den habe ich nicht. Hoffe ich zumindest. Doch, habe ich wohl. Ha, passt. Habe ich. Ja, ich habe auch einen gehabt. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ja, soll mal X drücken? Warte. Ich muss ein bisschen mehr machen als du. Okay, dann. 3, 2, 1, Klick. Au. Oh, was ein Match. Darf ich mal kurz was sagen? Ich habe da bei Mark Henry konnte ich jetzt zwei auswählen. Dann habe ich mir einen anderen genommen. Ist ja egal, ne? Mark Henry ist Mark Henry, ne? Naja. Ja. Jo, das wäre natürlich ein Häppchen für mich. Erstmal bist du so ein ganz kleiner Dünner. Ich bin ganz großer Dicker. Und ja, und alles andere, was passiert, ja, das werden wir gleich sehen. Aber das heißt nichts. Du hast gerade auch einen Dicken besiegt. Naja. Gerade so Kofi eben. King, aber Kofi Kingston ist ja auch eine Hausnummer, also von daher. Ja, stimmt. Aber das war jetzt echt Ätz. Was heißt Ätz? Aber das war krass, dass du rausgekommen bist nach meinen zwei Finishes. War schon übel. Na, der Typ da, ich weiß es nicht. Head Slater habe ich noch nie kämpfen sehen. Kann ich dir gar nichts drüber sagen, was das ist für einer. Aber keine Gnade. Und dann würde ich sagen, packen, oder? Guck dir das an, ey. Erstmal weggeschmissen. Was geht denn hier ab? Was willst du gar nicht mehr mit packen? Na, dann hauen wir sofort drauf. Das geht doch gar nicht. Ach so, weil du das war doch gerade deine Aktion, du Nase. Ja. Gib mir doch vor uns genauso. Jetzt verstehe ich. Ah, okay. Wow, he's still down after that. Look out below. Oh, ich hab doch gedrückt. Naja. Und den Ring hab ich dann damit weggeslapscht. Wie geil ist das denn, ey? Na, da muss ich sagen, ey, dass der schon ziemlich dick ist, der Junge hier. Boah, ist das geil, ey. Du kannst mich gar nicht packen. Ich werf dich einfach weg wie so eine kleine Puppe. Ich werf dich einfach wie einen kleinen Mülleimer weg. Oh, aber du konntest aber wirklich alles gerade, ne? Ja, aber auch nicht mehr lang. Ist schon heftig, muss ich sagen. Dass er da alles konterte. Und jetzt haust du ab. Aha. Ich muss ja irgendwas machen gegen dich, Dicken. Ja, komm. Ohne Leiter, Treppe. Oder was hast du denn da? Tisch, Stuhl. Haben wir jetzt alle Haushaltsgegenstände durch, ja? Ach komm jetzt. Oh, und ich heb. Oh, er kontert. Klar. Und jetzt. Ach man, was macht er denn? Ich wollte Dinge aufheben, weißt du? Siehst du nur die Faust geflogen kommen, ey. Boah. Ach komm, du brauchst den Scheißstuhl nicht, Mann. Ja, wenn du den holst, ich benutze den doch. Boah. Jetzt gibt's erstmal auf die Frette. Kannst du das auch blocken? Jetzt kann ich nichts mehr blocken. Ey, nicht wegschmeißen. Oh ja, erstmal schön Schaden machen hier. Oh ja. Oh. Ja, aber du kannst die Dinger kannst du auch blocken. Ey. Gib ich mal dran, mein Freund. Oh. Ach Scheiße, toll. Da steht man extra so schnell auf, ja, und dann kriegt man voll einen auf die Rübe hier. Bam! Auf die Treppe normalerweise, aber wird wahrscheinlich nicht gerechnet oder so. Ach komm, ey, es gibt's doch gar nicht, ey. Ich muss ja irgendwas gegen den Dicken machen. Ja. Klasse. Kann mich nicht wehren.
Oh, das habe ich heute gesehen bei einem. Das hat er bei Goldberg wird das gemacht. Ich weiß gerade nicht mehr wer, aber irgendeiner hat bei Goldberg gemacht. Batista war es, genau. Oh, ich kann nichts machen gerade. Oh, komm schon. Oh. Aber jetzt kommst du mal mit den harten Sachen raus, ne? Ich hab gerade irgendwie. Ich musste ja irgendwas machen. Ja, ich musste irgendwas machen. Mit dem Dicken bin ich gerade echt ein Betrüger hier. Gefällt mir gerade alles nicht so. Irgendwas muss ich ja machen. Ja. Gegen den Ding wäre ich jetzt nie angekommen. Oh! Mhm. Gott sei Dank, ey. Ach komm, ey, du blockst alles, oder was? Heath Slater showing us how to get it done. Ach Mensch. Ja, Leute, ich kann mir gerade nicht mehr blocken, irgendwie, keine Ahnung. Alles aufgebraucht. Na komm schon. He's looking at it. No, Slater. Ah, ich will nicht schon wieder verlieren jetzt, ey. Na! Nee, nee, nee. So nicht, mein Freund. Oh, Gott sei Dank. Ach komm, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Wieso hat der Typ denn überhaupt keine Blocken mehr? Verstehe ich nicht. Alle anderen haben immer Blocken. Weil du unten durch bist. Ja, das gibt da gar nicht. Ich kann nichts machen, ey. Wenn ich unten durch bin, so ein Quatsch. Was? Komm, beweg dich jetzt mal. Hm. Ah ja. Ist klar. Leg dich mal hin, gemütlich. Mark Henry ist locked up. Es tut weh, liebe Leute. Ich kann nichts machen, ey. Das ist irgendwie wieder alles nicht so hier. Ich habe keine Lust, gegen so einen zu verlieren. Ich will es auch mal wieder einen behalten. Und meiner krabbelt wieder rum, total fertig mit der Welt. Ah. Gott sei Dank, so. Echt, Mark Henry ist total fertig. Ach komm, normalerweise bist du eine halbe Stunde bewusstlos. Er ist sofort wieder ganz. Mhm. Wenn du so einen Schlag von Mark Henry abkriegst, dann musst du erstmal bewusstlos sein. Back into the ring now. Yeah, this is good. This is where the action needs to be. Ach jo, leg mich schon mal freiwillig hin. So, ey. Ich hab dich schön unter Kontrolle, das gibt's ja gar nicht. Mhm. Kann, ja, weil der nicht blocken kann, mein Typ hier. Ah, geht doch, Mann. Oh, ach, fuck. Gott sei Dank, ey. What a slam. That was a perfectly executed slam. He's gotta be history. Is he still even conscious? Oh man. Ach jo. No problem getting out of that one. Alter, blockt alles, das ist echt Wahnsinn. Oh oh. Slater's in trouble. Oh, ist das meiner Move oder kommst du da raus? Ah, ne, ist nur Videoqualität hier. Was? Manchmal, wenn dann so eine Art. Ja, manchmal kommt das immer so, da wird das immer so spektakulär dargestellt, alles. Spektakulär. Alter, müssen wir mal über Deutsch reden. Was macht meiner denn für eine Scheiße? Wie geil ist das denn, ey? Hm, okay, bleib mal auf the boy. Du hast den Fetten echt fertig gemacht. Hast den Fetten fertig gemacht. Kannst du mir erzählen, was du willst? Du hast den Fetten fertig. Yo. 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 Na egal, zählt trotzdem als einen halben Finisher. Ah, okay. Alter, Alter, Alter. Mm.
Man, er ist echt nervösli. Oh ja, das tut weh. Und der hier. Das hat meine auch immer gemacht. Da kommt die Gaschen. Ja, ja. Da sagt der Diggerschön, ey. Das Problem ist, wenn mein Dicker erstmal am Boden ist, dann kriege ich den, der fällt, der hat es echt schwer mit hochkommen. Mann. Schönes Ding. Ja. Oh. Gott sei Dank. Dicke Moves, die müssen reinhauen. Scheiße. In kürzester Zeit genauso nieder wie du. Ja. Gott sei Dank, ja. Ach komm. Ich hab wieder nix. Oh. Ne. Oh. Tut ja auch mal weh, so ein Move. War zwar nicht der schönste, den ich jetzt gerade so im Angebot habe, aber schon okay. Oh, fuck. Oh. Ah, shit. Nein. Oh, der war schön. Schönes Teil. Schönes Ding, echt schönes Ding. Nein. Oh ja, und wehe, du kommst da wieder raus, dann werde ich sauer. Ey. One, two. Yeah, yeah. Hab ich aber verdient. Hab verdienter Kampf. Am Anfang hast du mich echt verschwartet, ey. Aber dann kam der Dicke nochmal mit seiner dicken Power. Oh, liebe Leute, ihr glaubt gar nicht, wie angestrengt und konzentriert ich gerade war. Also, ich sag euch, wäre ich der Mark Henry gewesen, hätte meine Glatze geglüht. Boah. Hatte ich schade. Fertig. Ich hab mir jetzt gedacht, gegen den Dicken, da musste ich jetzt irgendwas machen. Deswegen hab ich versucht, dich irgendwie auf den Boden zu kriegen und dann unten den Stuhl vorzuholen. Ich hab die ganze Zeit schon gedacht, eine Waffe muss ich jetzt her. Und dann schlage ich das mal kurz und klein. Natürlich, dass du mir am Anfang die Waffe gleich wieder wegnimmst. Das war nicht so eng geplant. Ja, Wado, redet nicht mehr mit mir. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, war's das für heute mit dem Match. Wir sehen uns dann natürlich morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen da lassen. Und wenn es euch, ihr könnt ja auch mal bei den anderen vorbeigucken. Bei den anderen, was rede ich denn? Bei Revado vorbeigucken. Und wenn ihr natürlich bei Revado seid, dann könnt ihr auch mal bei mir, bei Gamerscheck LP vorbeigucken. Ja, Revado hat wieder rausgeklatscht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Und wir, beziehungsweise ich, bin erstmal raus. Und ciao.